Robert Lauburg, grüß Sie, guten Tag. Ja, mentale Stärke im Verkauf. Keine Angst. Die bisherige Verkaufsstrategie kann man behalten, wenn sie erfolgreich ist. Aber jetzt geht es darum, wie kann man die Empathie ausstrahlen? Nicht nur von den Verkäufern, sondern auch von den Kundenberatern, ja sogar von den Monteuren, so stärken, dass wenn ein Kundenkontakt kommt, besonders wenn der Kunde mal verärgert ist, nicht zufrieden ist, dass wir auf ihn positiv einwirken können und wieder ein Vertrauen können aufbauen. Über das Unterbewusstsein läuft viel mehr, als man meint. Es sind nicht die Wichtigkeit der Argumente, die vom Entscheid sind, ob der Kunde kauft oder nicht, sondern wie er die Argumente annimmt, wie er sie empfindet, ob er sie als angenehm will. Und so gibt es wie beim Sport, dass man eine mentale Vorbereitung auf einen Verkaufsprozess oder ein Kundengespräch machen oder sogar, wenn ein Monteur nehmen muss, eine Reparatur machen, dass diese Ausstrahlung positiv auf den Kunden wirkt. Ich tue auch im Hundesport Mentaltraining machen und da spürt man ganz stark, dass der Hund, wenn der Trainer, der Hundeführer in einem schlechten Zustand ist, irgendeine innere Spannung ist, automatisch das auf den Hund übertragen. Und so ist es auch bei den Kunden. Wenn man in den Raum kommt, ob es das in einem Verkaufsraum ist, ob das in einem Büro, in einem Sitzungszimmer ist, ist ganz wichtig, dass die positive Atmosphäre man zuerst erzeugen kann, damit der Kunde sich wohlfühlt. Das ist eine einzigartige, ganz neue Form, wie man den Verkauf, aber auch Verhandlungen, zum Beispiel mit Grosskunden, kann unterstützen. Das wäre mal interessant. Ich habe selber die Verkaufserfahrung gemacht, ich bin bei der Six Group. In Basel habe ich die Börse geleitet, bin aber auch im grafischen Gewerbe tätig gewesen und habe das können anwenden und merken, dass eigentlich das psychologische Element viel wichtiger ist als das Produkt, das Verkaufsargument, wenn der Kunde sich wohlfühlt, wenn der Kunde eine gute Atmosphäre empfindet, dann wird er viel eher einen Kaufauftrag erteilen. Wäre toll, wenn wir mal darüber könnte reden. Man kann einen Termin abmachen direkt auf der Homepage oder einfach mir anrufen. Herzliche Grüße, Robert Lauber.